Heute Nacht sollte noch an der Straße sein. Kann ich aus dem Vorrat nehmen, wenn ich es brauche. Scheint, als ob die Tenat nach dem Angriff Waren tragen wollte. Ließ sie sie zurück, als sie rennen musste? Vielleicht bringen sie mich zur Soldatin. Da. Spuren von der vermissten Tenat. Aus, als ob die andere Tenat hier rüber gerannt ist. Das muss die andere Tenat sein. Schick mich! Bei den Zehen, der Sack hat es geschafft! Ich dachte, wir wären beide tot! Weg mit diesen Maschinen! Jede Maschine auf den Kampf! Bald aufnehmen.
fertig werden! Angriff! Keine Zeit zu zögern! Vita! Du sturer Dummkopf! Hast mich nicht enttäuscht! Da gewesen, wäre ich jetzt Maschinenschrot. Alles, was ich tat, war deinem Freund dir ja nur etwas mehr Zeit zu verschaffen. Ha, du erzählst was. Ich bin an der Straße kaum am Leben geblieben. Das glaube ich gern. Ich hoffe, ein paar der Waren sind noch in Ordnung. Ich auch. Nahrung ist immer knapp. Die Soldaten am Hain brauchen Rationen. Wir können nicht wieder nach Salzbiss gehen, um mehr zu holen. Ich helfe ihr wieder auf die Beine und dann ziehen wir, was übrig ist, aus dem Dreck. Mir knurrt schon der Magen. Danke, Fremde. Wir werden dir das nicht vergessen. Bleibt gesund. Ihr beiden. Vorsichtig, nicht die Hände einfärben. Galat zieht in ihren Untergang. Fremde, möchtest du mit dem Tenakt handeln? Mich?
Wir werden gewinnen! Keinen Schritt weiter. Die Tenakt dulden keine Fremden in den Clanlanden. Ich habe Transitrecht von Marschall Verschaf. Ich will nicht kämpfen. Haare wie Blut. Das ist die Kriegerin, die Gruda besiegt hat. Streiter der Verräterin Regala. Es obliegt nicht uns, sie zu töten. Du darfst eintreten. Aber benimm dich. Du wirst beobachtet. Ich werde dran denken. Steinfall sein. Gutallo sollte hier auf mich warten, aber vielleicht sehe ich mich erstmal um. Ein Färber hätte sicher Interesse daran. Lass diese Kunststücke! Die letzte Schlacht gegen Regala steht bevor. Du wirst sehen, die Maschinen sind hier wilder als im Osten. Ich hab dich neulich auf dem Platz trainieren. Hey, Fremde, möchtest du handeln? Das ist ehrenwerte Farbe. Da ist Gutallo. Was beobachtet er da? Komm,
Wir handeln. Das kommt für später zum Vorrat. Diese Schrift ist von den Kaja. Das Tal wimmelt von Regalas-Rebellen. Späher aus dem Dorf melden, dass sie schon seit Tagen Maschinen hier durchbringen. Manche reiten sie. Andere treiben sie voran. Einige zerlegen sie sogar und holen sich ihre Kanonen. Es wird keine leichte Reise. Wir sollten aufbrechen. Ich habe Befehl, dich zum Bollwerk zu führen, damit du mit Tecote sprichst. Als ob das irgendetwas nützt. Nicht so schnell. Ich brauche etwas mehr als das. Was ist das hier? Steinfall wurde als Außenposten erbaut, als die Clans noch im Krieg lagen. Von hier wird der Eingang zum Tal bewacht und beobachtet, was dort unten geschieht. Vorerst heißt das, Regalas Truppen im Auge zu behalten. Hätten wir nur genug Soldaten, um nicht nur zu beobachten. Als ob das irgendwas nützt? Was soll das heißen? Das Bollwerk steht seit der Geburt unseres Clans felsenfest. Hinter ihm wähnt sich Tecote unverwundbar. Wenn er weiter Hekaros Befehlen trotzt, werden eine Fremde und ein verstümmelter Marschall ihn nicht umstimmen. Dein Häuptling sieht das offenbar anders. Nur aus diesem Grund stehe ich noch hier und rede mit dir. Woher weißt du, dass Tecote nicht auf uns hört? Eine Schlange in ihrem Bau hört nichts als ihr eigenes Rasseln. Komm schon, mehr hast du nicht für mich? Hekaro nach kamst du vom Himmelsklan, bevor du Marschall warst. Ich muss wissen, was du weißt. Tecote ist nachtragend, kleinlich und intrigant. Besäße er Mumm, hätte er Hekaro längst angegriffen. Stattdessen lächzt er hinter dem Bollwerk nach dem Häuptlingsamt, wartet und hofft, dass seine Feinde sich schwächen. Weißt du jetzt genug? Vorerst? Warum treiben Regalas Truppen wohl Maschinen durch das Tal? Es gibt ähnliche Meldungen aus anderen Clangebieten. Die Rebellen sammeln Maschinen aus der Wildnis. Doch ihre Kontrolle über sie scheint nicht von Dauer zu sein. Darum treiben sie sie in Lager. Dort geschieht irgendetwas, das ihnen... das ihnen dauerhafte Kontrolle verleiht. Eine Zwei-Phasen-Überbrückung. Davon weiß ich nichts. Es kommt noch schlimmer. Gerüchten zufolge suchen die Rebellen nach größeren Maschinen. Ich weiß nicht welche. Hoffentlich können sie die nicht überbrücken. Du warst bei der Gesandtschaft. War ich. Tut mir leid, wegen der anderen Marschälle. Ihr Tod bleibt nicht ungesühnt. Das muss noch heilen. Das heilt nicht mehr. Trotzdem kann ich Schädel spalten, die es verdient haben. Gut, dass du auf meiner Seite bist. Und? Wie ist der Plan? Das Bollwerk liegt südwestlich. Auf dem Weg werden wir zweifellos auf Regalas Truppen stoßen. Wir müssen uns den Weg freikämpfen. Oder uns heimlich vorbeischleichen. Keins davon wird einfach. Ist es nie. Bringen wir es hinter uns. Freunde zu haben. Mir nach. Die letzte Patrouille hat eine Frostblaue Strahl erspäht.